Hallo zusammen und wir sind mal wieder im Studio und heute geht es mal um diesen wunderschönen Tisch hier vorne. Und zwar sehen wir hier vor uns einen wunderschönen River Table in Ulme. Und die Ulme ist jetzt, warum ist das jetzt hier so besonders? Und zwar hat die Ulme in ihrem Wachstum sehr viele Maserknollen gebildet. Man sieht es jetzt hier überall, diese schönen Versprenkelungen. Und die sehen natürlich wirklich herrlich aus, wenn man sich das hier so mal anguckt. Oder hier drüben. Wenn ihr wissen wollt, was eigentlich eine Maserknolle ist, das habt ihr bestimmt schon mal irgendwo beim Spazierengehen gesehen, dass Bäume an den Seiten so eine Art Beulen bilden oder beziehungsweise geschwulste oder Pickel bilden, könnte man so sagen. Und bei der Ulme war es eben so, die hat eben wirklich von oben bis unten diese Maserknollen gebildet und daher sieht man jetzt hier überall diese lauter kleinen Versprenkelungen drin, die nachher so ein wunderschönes, die kleinen Zapfen, die man jetzt hier überall sieht, das sieht natürlich richtig lecker aus. Und das, auch so ein leichter, schöner rötlicher Ton bei der Ulme. Und hierzu passt natürlich auch ein wunderschönes, weißes, schönes Gestell im Mikado-Style. Und der ganze Tisch ist jetzt hier ca. 95 von der Breite und 2,30 Meter von der Länge. Und ist wirklich eine wahre Pracht. Also, wenn euch das gefällt, bleibt gespannt. Bis dann.